Moin, moin, Leute. Heute gibt's mal wieder eine neue Story. Und zwar gehen wir nämlich hier in einen neuen Bus rein, wo wir tatsächlich wieder gemeinsam eine neue Story spielen werden. Und zwar Daycare Story 2. Denn wir haben nämlich hier einen neuen Bus, der tatsächlich auf uns wartet. Wir haben sogar einen zweiten Aerosolino mit da hinten am Start. Das heißt, es kann nur gut werden. Ganz interessantes Game. Wir schauen nochmal gemeinsam rein. Und jetzt geht es auch los. Es gibt sogar einen Loading Screen. Das heißt also, das ist eine coole Sache. Wir haben wieder hier bei uns ein paar Zuschauer mit dabei. Das heißt, falls ihr auch mitspielen wollt, kommt auf jeden Fall in die Roblox-Gruppe mit rein. Da könnt ihr immer sehen, wenn ich spiele. Das hier ist die Daycare 2 Story. Eine sehr, sehr coole Geschichte, die wir jetzt einfach mal ausprobieren werden. Um was geht es denn hier? Willkommen zur Kindertagesstätte. Alles klar, schauen wir uns mal an, was das alles damit auf sich hat. Ist wahrscheinlich so eine Art Kindergarten wieder. Und wir müssen heute, wir sind übrigens auch, glaube ich, ein bisschen kleiner als sonst. Wir sind alle ein bisschen kleiner, weil wir nämlich diesmal wieder kleine Kinder sind. Der hier hat nur eine Badehose angezogen und ein paar Ballons dabei. Sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier abläuft. Und es sieht ganz danach aus, als ob hier eine Kindergärtnerin rausgekommen ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich will die uns begrüßen. Hallo allerseits. Oh mein Gott, das ist sogar auf Deutsch. Ihr seid endlich angekommen. Niemals. Das ist einfach auf Deutsch. Was? Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, oh mein Gott, Sie alle in der neuen Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Oh mein Gott. Das ist ja überkrass. Okay. Dann gehen wir hinein. Alles klar, es ist kalt hier draußen. Oh, okay, das klingt schon echt voll in Ordnung. Ich bin überrascht, dass das jetzt tatsächlich auf Deutsch geschrieben ist. Hätte ich niemals gedacht, das ist die Daycare 2 Story. Okay, willkommen drinnen. Alles klar, das heißt, sie wurden sozusagen hier rein teleportiert. Hier gibt es die, die Office-Anlage. Hier wird wahrscheinlich am PC gearbeitet. Da hat man hier nochmal eine kleine Küche, wie man es natürlich kennt. Da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal reingucken. Hier gibt es nochmal ein blaues Zimmer. Ach, das sind die blauen Toiletten. Da kann man wahrscheinlich aufmachen. Alles klärchen. Aha, man kann hier sogar die Toiletten schließen. Oh mein Gott, was ist das denn? Man kann hier einfach die Toilettensitze schließen. Oh, kann man noch das Wasser anmachen? Ja, man kann das Wasser anmachen. Man kann es sogar voll füllen. Oh, yo, was? Das ist ja mega cool gemacht. Cool, cool, cool. Schauen wir mal rein in die pinke Toilette. Mal gucken, ob das bei den Mädchen genauso aussieht. Einfach nur rein aus Interesse. Ist genau dasselbe. Okay, sehr interessant. Wir schauen mal rein. Wir haben hier noch einen Shop. Wir können uns tatsächlich hier eine Taschenlampe holen. Das heißt, Taschenlampe, davon bin ich Fan. Die kaufe ich mir auf jeden Fall. Das heißt, eine gute Taschenlampe, die wird uns bestimmt mal irgendwann gut helfen können. Ich spiele immer mit Taschenlampe, das wisst ihr, okay? Immer die Taschenlampe. So, hier draußen wird sogar schon gespielt. Währenddessen wir die ganze Zeit auf Toilette waren, haben die anderen hier schon angefangen. Hier kann man Fußball spielen. Da hinten fahren Autos. Und man kann hier sogar irgendwie, guck mal, ein kleines Tor schießen. Junge, hier, Fußball. Oh, Pass. Da kommt der Pass. Uiuiuiuiuiui, nein, nein, der geht jetzt abseits. Nein! Mist, Mist, Mist. Oh, Mist. Okay, es geht schon weiter. Naja, wer möchte Fußball spielen? Ich habe gerade eben aufgewärmt. Ich bin jetzt bereit für einen Elfmeter oder sowas. Warum haben die alle einen Baseballschläger? Ich mache. Was? Ja! Warum habe ich gesagt, ich mache? Das klang irgendwie gerade ein bisschen komisch. Okay. Wir weisen sie einigen Teams zu. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was möchte ich für ein Team sein? Möchte ich rot oder blau sein? Oh, ich glaube, ich nehme blau. Okay, ich gehe ins blaue Team rein. Jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Das heißt, wir müssen hier sogar eine rote Fußball erstmal spielen. Oh mein Gott. Okay, Team blau. Alles klärchen. Bereit? Und einstellen. Warum sagt die einstellen? Warum? Das sagt man gar nicht im Deutsch. Gehen. Was? Gehen? Die meinte wahrscheinlich auf die Plätze fertig. Los! Okay, gut, gut, gut. Alles klärchen. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, dieser Ball. Dieser arme Ball. Wir haben nur eine Minute Zeit. Okay, ich habe ihn zur Seite gehauen. Jetzt fliegt er aber raus. Oh, warte, man kann sogar weiterschießen, ne? Interessante Sache. Schieben! Schieben! Oh mein Gott, da ist der Torwart! Der Torwart, Aerosolino, der Torwart. Oh mein Gott, nein! Der Ball fliegt zurück. Oh mein Gott, wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit. Komm schon, pass nach rechts, dann mache ich ein Tor. Bitte, komm schon. Und jetzt, nein, ich bin zu früh gelaufen. Nein, jetzt geht er wieder zurück. Taschenlampe anmachen für extra Licht. So, mit dem extra Licht. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach ausjongliert. Okay, jetzt aber. Jetzt wird's richtig krass. Okay, jetzt sind wir hier in der Ecke. Jetzt nur noch
Nur noch richtig passen. So. Ja. Nein. Und erst nein. Komm schon. Komm schon. Rein damit. Rein damit. Ja. In der letzten Sekunde. Herzlichen Glückwunsch. Wuhu. Das blaue Team hat das Spiel gewonnen. Wuhu. Oh mein Gott, niemals. Hey, wir haben sogar ein Badge bekommen. Arizalina hat Secret 8 bekommen. Oh, yo, was? Wir haben gerade sogar in der letzten Sekunde gewonnen, Leute. Abgefahren. Hey, das war richtig, richtig cool. So, ich auch. Achso, wahrscheinlich irgendwas mit Hunger, oder? Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Hunger zu tun. Okay, gehen Sie zum Abendessen in die Cafeteria. Alles klärchen. Ich setze mich gegenüber meinem Double einfach. Jetzt wird gleich mal was... Oh, Abendessen. Gehen Sie zum Abendessen in der Cafeteria. Oh mein Gott, das wird crazy. Alter, guck dich mal den Typen an. Dieser Typ hier, der hat einen größeren Kopf als seine Haare. Der hat irgendwie so eine Glatze sogar. Schaut mal, der hat oben auf seinem Kopf einfach eine Glatze. Ah, oh mein Gott, das ist witzig. Oh nein, was würdest du gerne essen? Pizza, Burger, Hähnchen, Sandwich. Das ist schon schwer, aber ich bin eher so der Sandwich-Freund. Ich liebe Sandwiches. Aber ich esse nichts. Ihr kennt mich, Leute. Ich vertraue diesem Essen nie. Wenn man nämlich immer was isst, dann hat man die Chance darauf, sich zu vergiften. Und ich bin nie ein Fan davon, sich zu vergiften, weil ich diese Story schon ganz genau kenne. Das heißt also, Leute, niemals das Essen essen in solchen Stories. Glaubt mir. Was ist das für ein Geräusch? Ja, das ist eine Alarmanlage. Es kommt aus dem Fernsehen. Aus welchem? Tatsächlich, da hinten, ne? Hier. Yo, 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 da sind drei Ausrufezeichen. Hier, die Fernbedienung. Gehen Sie zum Fernseher in die Lounge. Da ist einfach ein Timer. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht niesen. Aber der Timer ist jetzt auf 0 gegangen. Jetzt gibt's Neuigkeiten. Was ist das? Gestern wurde eine Tagespflege von einem großen Monster angegriffen. Wie jetzt? Berichte besagen, dass die Kinder es geschafft haben, zu entkommen. Aber das Monster ist immer noch auf der Strecke. Oh. Achtung. Wie das Monster von seinen loyalen Minions befolgt wird. Das habe ich nicht verstanden. Diese Übersetzung ist manchmal komisch. Aber wenn Sie das Monster sehen, melden Sie es sofort der Polizei. Halten Sie alle Türen und Fenster, um sicher zu halten. Oh nein. Was? Zum Glück habe ich eine Taschenlampe mitgenommen. Ich sag's euch. Es lohnt sich immer, eine Taschenlampe mitzunehmen. Es ist das Monster. Ich glaube, wir werden auch von einem Monster gleich irgendwie umzingelt. Ich nehme mal hier noch eine Flasche Wasser mit. Was ist das? Beruhigen! Das sieht ganz, ganz übel aus. Ich werde den Strom einschalten und alles wird gut. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre das Monster. Sarah ist hier rausgelaufen. Hä? Aber Sarah ist verschwunden. Wo ist Sarah hin? Hallo? Oh oh. Da ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sein Monster. Diese Übersetzung ist manchmal komisch, aber ja. Sein Monster. Es ist verschwunden. Puh. Komisch. Oh! Oh mein Gott, es kommt. Okay, es kommt, es kommt. Lass abhauen. Oh! Okay, okay, wo ist das? Wo ist das, Mann? Was ist das für ein kleiner Junge? Kleiner Junge, wo bist du? Was machst du hier, kleiner Junge? Es kommt ein Monster! Wo ist es? Es ist da vorne. Oh nein, es greift den anderen Arizalino an. Hilfe! Oh, 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 schnell weg hier. Wo ist es? Schnell, wir müssen uns verstecken. Schnell weg hier, den Fahrstuhl. Lass den Fahrstuhl nehmen. Es kommt, es kommt, es kommt. Oh mein Gott, da kommen seine Gehilfen aus dem Boden. Hier sind überall jetzt kleine Geister unterwegs. Oh, oh. Diese kleinen Geister bewegen sich ja überall. Nein, ich werde angegriffen. Bitte lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich muss es loswerden.
Hier bei den Couchen ist es sicher. Da kann man die sozusagen ab... Oh mein Gott, wo ist es jetzt? Oh, da ist das Riesenmonster. Das Riesenmonster und seine Gehilfen, die machen ganz schön Ärger. Okay, schnell weg hier. Ich muss schnell auf die Treppe hoch. Schnell die Treppe hoch. Schnell, schnell, schnell weg hier. Ho, ho, ho. Okay, 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 schnell hier. Oh mein Gott. Ich muss hier das Geländer wieder runterspringen. Ich glaube, hier bin ich sicher. Sind ein paar Leute gestorben? Da ist Sarah wieder. Na? Na bitte. Was? Die war jetzt einfach nur das Licht anmachen? Ich habe voll viel Leben schon verloren. Sarah! Sarah, wie konntest du uns einfach so alleine lassen? Zweiter Aerosolino 2 ist fast gestorben. Das war... angegriffen? Ja, na klar wurden wir angegriffen. Hast du das nicht gerade gesehen? Das ist eine Katastrophe. Das Monster. Oh, es war katastrophal. Das Monster aus den Nachrichten kam herein und versuchte uns zu töten. Ja, das Ganze ist Wahnsinn. Haha. Nein, Sarah, das ist nicht haha. Das ist Nein, das ist Ich bin mir sicher, dass die Nachrichten das nicht ernst meinten. Wie jetzt, die Nachrichten meinen das nicht ernst? Wenn die Nachrichten das nicht ernst meinen würden, könnte ich dann diesen Baum hier einfach so bewegen? Wir lügen nicht. Du musst uns glauben. Aber Frog Foxy hat da wirklich recht, herauf herumzualbern. Oh, hör zu. Sarah. Sarah, hör zu. Das geht so nicht. Der Fernseher ist sogar schon aus. Oh nein, der Junge hat seine Ballons verloren. Guck mal, da oben an der Decke hängen sie. Oh, sie fliegen sogar durch die Decke durch. Bettzeit. Geh in dein Schlafzimmer, um zu schlafen. Okay. Was ist das? Man kann doch nicht einfach schlafen. Oh, ich muss ins Jungszimmer, gell? Jungszimmer oder ich schlafe bei den Mädchen. Mal gucken, wo ist mehr los? Wir müssen einfach nur mehr Leute sein. Okay. Lass einfach im pinken Raum schlafen, egal. Seid ihr bereit, Leute? Jetzt gehen wir schlafen. Okay. Augen gehen zu. Oh, okay, okay, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh nein. Ich kratze die ganze Zeit hier schon an meinen Fingern. Was ist da los? Daycare 2, die Story. Also, 5 Münzen haben wir bekommen. Guten Morgen allerseits. Wir konnten einfach so schlafen, ohne Probleme? Kommt runter. Alles klar. Wir kommen runter. Es ist Zeit, um zu frühstücken. Okay. Dann lass mal frühstücken, du. Frühstück. Gehen Sie zum Frühstück in die Cafeteria. Alles klar. Ah, da ist sie ja sogar. Was hat sie denn vorbereitet? Pancakes! Ich wollte sagen Flammkuchen, aber es sind Pfannkuchen. Pfannkuchen und Flammkuchen klingen ganz schön gleich, die Wörter. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was haben wir heute? Eieieiei. Mit Sirup und einem Stück Butter obendrauf. Eieieiei. Das ist auf jeden Fall saftig. Ich rieche Pfannkuchen. Pfannkuchen! Juhu! Pfannkuchen! Oh mein Gott, man kann dieses Bild hier übrigens auch bewegen. Seht ihr das? Man kann das einfach schütteln. Sobald Sie Ihre Pfannkuchen fertig haben, können Sie spielen gehen. So eine einfach, so eine höfliche Form hat die mit uns geredet. So, aber um ganz ehrlich zu sein, pardon, die esse ich leider nicht. Genauso wie mein Sandwich, das werde ich auch nicht essen. Oh oh, aber der Karolek, der isst die schon ganz saftig, sehe ich schon. Guck mal, der hat sogar eine Gabel in der Hand. Der hat sich richtig die Pfannkuchen gegönnt. Aber ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich werde die erst später essen, falls was ist. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal... Oh, wir können gar nicht rausgehen. Okay. Ich habe fertig gegessen. Warte mal. Ich habe gar nicht gegessen. Ich habe nicht gegessen. Ich muss... Was? Ich muss was? Heißt das, wir können jetzt spielen? Ja. Yeah. Heißt das, wir können jetzt spielen gehen? Und außerdem habe ich gar nicht gegessen. Ja. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt spielen. Spielen. Oh, guck mal, da ist sogar ein kleines Holzschwert. Guck mal. Ich habe mir das Schwert von den Piraten da geholt. Cool, Alter. Das heißt, ich kann mich sogar hier verteidigen oder so. Die anderen haben Baseballschläger, aber ich habe tatsächlich ein Schwert. Nicht schlecht. Okay, spiele mit deinen Freunden. Ich verstehe. Dann können wir hier nochmal die Sandburg aufbauen. Das haben wir noch nicht gemacht. Alter! Krass. Man kann sogar so Sand in den Eimer reinmachen, ne? Und dann, wenn ich das umdrehe, dann kann ich da einfach eine Sandburg aufbauen. Niemals! Alter, man kann hier einfach überall, wo man möchte, einfach Sandburgen aufbauen.
Hey, das ist ja mega cool. Guckt euch das mal an. Haha. Dann gibt's hier noch ein Trampolin. Uiuiui. Wuhu. Und auf dem Baum drauf. Wow. Oh, Alter. Alter, was ein Versteck. Ich bin einfach im Baum drinne, gell? Ich bin der Baum. So. Oh, können wir auch schaukeln? Warte mal, lass mal versuchen zu schaukeln. Ja. Oh mein Gott, man kann halt echt schaukeln. Glaubt ihr, wir schaffen Looping? Und vor. Zurück. Zurück. Vor. Zurück. Oh. Und die wurden runtergeschmissen. Okay. Es geht weiter. Leute. Wir müssen über das Monster sprechen. Ich wäre auch dafür, dass wir über das Monster sprechen, das uns früher angegriffen hat. Ja, yeah. Weil ich finde nämlich auch die Situation, dass wir jetzt einfach weiterspielen und so, das ist gar nicht mal so cool. Alter, da ist ein Fahrstuhl. Wo könnte es hingegangen sein? Alter, wir sind einfach in einem Fahrstuhl drin. Zweiter Stock. Kann man jetzt einfach in den zweiten Stock fahren? Wir werden hier sterben. Ja, ich denke auch, dass wir, wenn wir hier bleiben, dann sterben wir. Warte mal. Hey! Warte mal. Sprechen Sie Kinder immer noch über dieses dumme Monster? Ich habe das Gefühl, dass Sarah irgendwas mit dem Monster zu tun hat. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es irgendwas mit Sarah zu tun hat. Manchmal ist es wirklich immer so, dass diejenige, die uns da am Anfang immer begrüßt, das sind die Schlechten sozusagen. Oh mein Gott, das Monster ist zurück. Aber warte mal, wir kommen hier nicht aus diesem Raum raus. Das Licht flackert. Es kann nicht sein. Es kommt wieder. Mit seinen Freunden, mit seinen Kumpanen. Aussehen! Was? Warum sagt er aussehen? Diese Übersetzung ist schlimm. Oh mein Gott. Sie sind echt? Na klar sind die echt. Jetzt kommen wir in den Fahrstuhl. Hoffentlich können wir uns im Fahrstuhl verstecken. Ich höre Fußschritte. Alter, der ganze Bildschirm wackelt. Der ganze Bildschirm wackelt. Das ist das Monster. Ich denke auch, das ist das Monster. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Ich glaube, das Monster kann uns sehr schnell holen. Schnell! Sag nicht in den Fahrstuhl. Lauf zum Fahrstuhl, um dich oben zu verstecken. Okay, ich bin schon im Fahrstuhl. Wir alle sind im Fahrstuhl. Sarah ist auch im Fahrstuhl. Okay. Alle sind schon im Fahrstuhl. Jetzt zweiter Stock, zweiter Stock. Los! Wir müssen hoch. Kann jemand den Knopf drücken, ne? Oh mein Gott. Es ist das Monster. Steht direkt vor uns. Deswegen drück jetzt bitte endlich den Knopf. Drück den Knopf. Schnell. Oh mein Gott. Was macht es? Hey, es hat irgendeine rote Kugel in der Hand. Irgendeine rote Kugel. Zwei rote Kugeln. Oh mein Gott, das ist noch schlimmer als eine rote Kugel. Was macht es jetzt? Oh mein Gott. Zwei rote Kugeln sind noch schlimmer, wenn man sie miteinander verbindet und sie immer größer wird. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen langsam mal auf die Stufe 2 drücken, damit wir hier langsam mal wegkommen. Weil diese eine Kugel, die kommt hier langsam in den Fahrstuhl rein. Und ich habe das Gefühl, dass wir gleich sterben werden. Deswegen, ja. Was ist das? Warum ist diese Kugel so groß? Können wir bitte den Fahrstuhl endlich benutzen? Ich habe irgendwie das Gefühl... Oh mein Gott, der Fahrstuhl ist kaputt gegangen. Na klar. Taschenlampe. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Niemals. Der Fahrstuhl wackelt. Was ist das? Was ist das hier für ein Raum? Ist alles in Ordnung? Was ist das hier für ein Raum? Alter. Yo, sowas habe ich noch nie gesehen in Roblox. Dieser Ort ist so kreativ. Ja, unkreativ, böse. Böse aussehen, kreativ. Warte. Wo ist Sarah? Stimmt. Wo ist eigentlich Sarah? Was ist das hier für ein Raum? Ich nehme mal mein Schwert in die Hand. Ich hörte sie schreien. Oh, Leute. Das Monster muss sie genommen haben. Nein. Wir waren doch alle gemeinsam in diesem Fahrstuhl drin. Gehen wir zum Ende dieses gruseligen Flurs. Bisschen Bange habe ich schon, muss ich sagen. Da strömt Gas aus. Was ist das? Oh mein Gott! Der Boden ist aufgegangen! Ach nein! Wo sind wir denn jetzt? Was ist das hier für eine Höhle? Wir sind in einen Minenschacht gefallen? Ja, anscheinend schon. Aber warum ein Minenschacht? Wir müssen hier raus. Ja. Ich denke auch, dass wir hier raus müssen.
Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier eine Falle auf uns wartet. Deswegen wäre ich vorsichtig. Was macht dieser Junge? Warum stehen die alle an diesem Stein? Warum machen die das? Dieser Felsbrocken blockiert den Weg. Eigentlich ist hier nur Holz. Die Leute schlagen alle dahinter. Was ist, wenn wir diesen Weg gehen? Ach so. Hier, die Steine blockieren den Weg. Und wir können den Weg hier gehen. Wir müssen etwas finden, um diese Bretter zu brechen. Aber die einen stehen da hinten. Wahrscheinlich wird da gleich was aufgehen. Ach so, da steht, da ist diese Spitzhacke da. Okay, dann können wir hier die Spitzhacke nehmen. Und dann können wir mit der Spitzhacke jetzt gleich diese Bretter kaputt machen. Okay, cool. Das heißt also, wir können hier einfach zack, 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 zack. Und kaputt gemacht. Nice. Okay. Wow. Ein Minenwagen. Ey, der sieht richtig cool aus, der Minenwagen. Fragt sich nur, wohin der fährt. Oh, da geht's richtig tief runter. Diese können uns hier rausführen. Ja, hoffentlich. Eile. Okay, Eile, Eile. Eile! Steig in einen Minenwagen. Oh mein Gott. Wir fahren einfach in so einem Zug, gell? Oh mein Gott. Alter. Jo, wie krass das aussieht. Jo, niemals. Was ist das für eine schöne Minenfahrt? Alter. Wir fahren hier einfach durch so einen absolut riesigen Minenschacht. Okay. Das sieht bunt aus. Da hinten, ne? Da scheint ein wenig Rauch aufzugehen. Wir sollten kurz davor sein. Ja, ich denke schon. Da vorne ist, glaube ich, der endgültige Rauch. Lass uns diesen Tunnel hochgehen. Ich sehe etwas am Ende. Ich sehe da auch was. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich das Jump'n'Run sein, was am Ende immer kommt. Um zum Endboss zu kommen. Wahrscheinlich wird hier gleich die Lava hochgehen. Ja. Das wird, glaube ich, ein Lava-Jump'n'Run werden. Oh no! Ah ne, oh oh. Es sieht so aus, als wäre dies unser einziger Ausweg. Okay, hier wird definitiv die Lava steigen, das sage ich euch. Der Ausgang ist dort oben. Wo denn? Ich kann den gar nicht sehen. Aber wahrscheinlich ganz oben. Oh oh, okay, 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 Roman, du schaffst das. Ach nein! Okay. Jetzt werden erstmal Brocken runterfallen. Wir müssen schnell hier raus. Okay. Die Höhle stürzt ein. Und wir müssen jetzt da hochspringen. Oh mein Gott. Let's go. Einfach springen, Leute. Einfach springen, ohne nachzudenken. Einfach nur schnell genug sein und springen. Weil wenn die Lava uns erwischt, dann sind wir geliefert. Okay, rechte Spur. Weiter hier hochspringen. Okay, alles gut. Wir schaffen das. Und hier rein. Okay, geschafft. Junge. Junge. Okay, 5 Coins haben wir bekommen. Ich habe übrigens schon 43 von diesen Coins. Jetzt gucken wir mal weiter. Leute, wo sind wir hier? Frage ich mich auch. Sieht alles nach einer sehr interessanten, ja, Gesellschaft aus. Da hinten liegt eine Falle. In einem gruseligen Wald, mitten im Nirgendwo. Wir sollten diesem Weg folgen. Er wird uns sicherlich irgendwo hinführen. Ja, theoretischerweise schon. Aber vielleicht auch nicht. Okay, wir schaffen das. Wir gehen hier durch. Oh nein. Regen fängt an. Hey, das ist Dings. Das ist Säureregen. Schnell! Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, da ist jemand in eine Falle reingelaufen. Das Mädchen stirbt, glaube ich. Sie hat was gegessen. Schnell, finde Schutz. Okay, wir gehen hier rein. Okay. Wo sind die anderen alle hin? Okay, ich bin alleine im Blauen. Geh in ein Zelt als Unterschlupf. Oh, ich denke, es wird, glaube ich, gleich ein Zelt sterben bestimmt, oder? Ich glaube nicht, dass der Regen bald aufhören wird. Okay. Dann mal aufpassen. Ja, warten wir hier in diesen Zelten. Oh mein Gott, bis der Regen aufhört. Was ein Regen, gell? Überkrass. Okay, die Daycare 2 Story. Endlich hat der Regen aufgehört. Okay, wir sind durch. Taschenlampe, 50 Robux. Leute, warum ist dieses Lagerfeuer hier mitten in der, mitten im Nirgendwo sozusagen? Das verstehe ich auch nicht. Es scheint,
als wäre jemand anders hier gewesen. Ja, aber tatsächlich. Da gibt's was zu essen, sieht so aus, ne? Was ist das? Health Beans. Ah, Bohnen. Okay, die Bohnen habe ich jetzt auch gegessen. So, was ist, wenn sie wissen, wo Sarah ist? Ich frage mich auch, wo Sarah ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Sarah irgendwie... Ich glaube, Sarah ist böse. Okay, um ganz ehrlich zu sein. Aber es wird zu spät. Wir sollten hier übernachten. Oh, Junge. Okay. Ja, du hast recht. Es friert hier draußen. Also scheint wirklich auch kalt zu sein. Diese Übersetzung ist zwar cool, aber noch nicht ganz perfekt. Hey, schau da. Ein paar Äxte auf diesem Baumstamm. Sollen wir jetzt ein bisschen Holz hacken? Oder was sollen wir machen? Sieht so aus, als ob wir Holz hacken müssen. Ja, wir müssen die Axt nehmen. Okay, ich hab sie. Das ist eine tolle Idee. Was soll ich denn jetzt machen? Baum fällen? Fallen Sie Bäume für einen... Also, ich muss einen Baum fällen. Okay, dann machen wir das. Wuppa! Und gefällt den Baum. So. Und dann den Baumstamm mitnehmen und ins Feuer reinlegen. Okay. Ich glaube, das letzte wird jetzt gleich gebracht, oder? Ja. Okay. Uhu. Großartige Arbeit, Leute. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Ding hier anmachen, ne? Vielleicht brauchen wir dafür diese Lampe. Das Lagerfeuer ist beendet. Beendet? Es hat auch noch gar nicht angefangen. So. Endlich etwas Wärme. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Perfekt. Ein wenig Wärme, ein wenig Lagerfeuer, zwei Aerosolinos. Setz dich ans Lagerfeuer, um dich zu heilen. Okay. Oh, richtig gute Sache. Und? Ja, unser Leben steigt sogar oben rechts. Perfekt. Oh, ein bisschen mit den Freunden am Lagerfeuer. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Oh! Nein. Respawn. Oh mein Gott, ich habe mir einen Respawn gekauft. Es sind alle gestorben, fast. Oh mein Gott. Der hier hat's gewusst. Der hier hat's gewusst, dass es passiert. Oh mein Gott. Niemals. Es wird sehr spät. Alter, hab ich mich erschrocken. Lass uns hier schlafen und morgen nach der Suche von Sarah fortsetzen. Gute Nacht alle zusammen. Gute Nacht. Alter. Was war das denn? Das war der heftigste Blitzeinschlag, den ich jemals gesehen habe. Du hast 5 Münzen bekommen. Okay. Alter. Ich höre einen Wolf. Oh mein Gott, nur noch Karolek und ich leben. Wir können uns nicht einfach essen lassen. Was sollen wir tun, Mann? Lass uns angreifen. Alter, was? Gegen den Wolf jetzt einfach kämpfen? Das hätte ich niemals gedacht. Greife den Wolf an. Okay. Dann komm, Karolek, du und ich, Mann. Oh mein Gott. Töt ihn, Karolek. Okay. Karolek hat den Wolf getötet. Können wir jetzt endlich von hier abhauen? Was für eine schreckliche Nacht das war. Aber wirklich. Wir müssen hier raus und nach Sarah suchen. Oh mein Gott, aber sowas von. Aber wo lang? Versuchen wir, unseren Weg aus diesem Wald zu finden. Oh mein Gott. Da hinten laufen wir einfach. Okay. Finde deinen Weg aus dem Wald. Okay, wahrscheinlich einfach nur geradeaus laufen. Da vorne ist eine kaputte Brücke. Und da ist ein Tunnel. Welchen Weg soll man denn nehmen? Also hier ist... Die Brücke ist auf jeden Fall gesperrt. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt aussehen. Was? Also es sieht so aus, als ob wir hier eine Brücke einfach haben. Aber ob die wirklich sicher ist? Bist du sicher? Boah. Ey, Karolek, ich habe keine Ahnung, ob ich sicher bin. Bin ich sicher? Ich weiß es nicht. Should we cross the bridge? Er sagt nein. Okay, dann nein. Ich höre auf Karolek. Ich denke, Karolek weiß, wie das funktioniert, deswegen höre ich auf ihn.
Du hast recht. Okay. Weil er hat mir mit dem Finger gerade da lang gezeigt. Schauen Sie rechts hinter uns. Alter, da hinten ist eine Stadt. Schauen Sie rechts hinter uns. Wir können da diesen Weg gehen. Ja, Mann, guck mal, da ist doch sogar eine Stadt. Da müssen wir hin. Wir müssen aus dem Wald raus. Der Typ hat sogar einen Hund, Mann. Oh, der hat sogar auch diese Luftballons immer dabei. Okay. Alter, was eine Story, ey. Ich hoffe mal, wir sterben jetzt nicht. Aber ich denke, das könnte vielleicht sogar der richtige Weg sein, statt die Brücke zu nehmen. Weil da war nämlich die Stadt, die Zivilisation. Lass uns hier rein und rausgehen. Okay. Was ist das? Wow, was ist dieser Ort? Oh mein Gott. Oh, Alter, was ein Schwert. Yo, schaut euch mal dieses Schwert an. Und da ist nochmal ein Kristall. Was kann ich mit diesem Kristall machen? Alter! Wenn man den isst, dann macht das voll das krasse Geräusch. Halt an! Was ist, wenn das Monster noch lebt? Alter, diese Schwerter, die wir haben, krank. Das Monster hat ein Zuhause? Ich glaube, das ist das Zuhause vom Monster. Ich glaube, jetzt müssen wir gegen das Monster kämpfen. Das muss es natürlich sein. Guck mal, hier sind sogar so... Das ist, glaube ich, sein Thron. Okay. Bin ich es oder zittert diese Höhle? Das frage ich mich auch. Aber ich glaube, die Höhle zittert. Oder hat zumindest ein Erdbeben. Es fallen Steine runter. Da ist er! Oh mein Gott. Es ist das Monster. Okay. Ich esse nochmal diesen Stein. So. Oh, wen haben wir denn hier? Komm her. Ich glaube, wir müssen bestimmt Bälle auf den zurückwerfen. Hallo! Hallo, Monster! Okay. Ich habe dich gesucht und nicht erwartet, dich hier zu finden. Du Monster! Rück uns Sarah endlich wieder raus. Sie sind sehr glücklich, hier zu sein. Wenn sie sehen... wie ich meinen Plan ausführe. Also diese Übersetzung ist noch nicht perfekt, aber sie ist auf jeden Fall schon mal besser als Englisch. Zur Korruptgesellschaft. Hä? Korruptgesellschaft? Oh, das Monster will sich anscheinend mit der Korruptgesellschaft auseinandersetzen. Das kannst du nicht tun. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gerade gar nicht, um was es geht, aber das Monster ist böse. Es ist zu spät. Mein Plan hat bereits begonnen. Platz zu nehmen. Achso, ja, stimmt. Er ist der Böse, nicht ich. Ich bin der Gute. Oh. Aber sein Plan scheint wirklich loszugehen. Und das sieht nicht so gut aus. Oh nein, zerstört er die Welt? Er hat die Farbe aus der Stadt genommen. Er hat die Blumen genommen. Und überall spawnen jetzt diese Monster. Autos sind kaputt. Die Farbe geht weg. Blumen gehen kaputt. Die Welt ist jetzt ruiniert. Niemals, Alter. Du hast die Welt miserabel gemacht. Ah. Deswegen die Korruptgesellschaft. Bringen sie alles zurück zu normal. Ja, okay. Bringen sie alles zurück zu normal. Oh. Du willst, dass alles wieder normal wird? Ja, eigentlich schon. Das war zumindest meine Intention dahinter. Genau. Der einzige Weg, dies zu tun, besteht darin, mich zu defeiern. Was? Defeiern? Er meint wahrscheinlich besiegen. Wagen Sie es, mich herauszufordern? Oh, er fragt sogar. Das ist sehr nett. Karolek, was sollen wir tun? Ja! Achso, gut, ich habe schon geantwortet. Okay, Karolek, bist du bereit, Mann? Wir legen los. Okay, mal sehen, ob du meinen Minionen umgehen kannst. Okay, okay, okay. Karolek, du weißt, wie das funktioniert, oder? Besiegen Sie die Schergen des Monsters. Okay. Karolek, wie wollen wir das tun? Okay, ich habe einen besiegt. Ey, Karolek, hilf mir doch!
Oh, Karolek, Mann. Der ist einfach weggelaufen. Ich musste die alleine besiegen. Meine Schergen, sie sind useless. Also nutzlos. Sieht so aus, als müsste ich dich selbst erledigen. Na doch, komm doch her, Monster. Oh Mann, Karolek, ich hoffe mal beim nächsten Mal kämpfst. Oh mein Gott, Karolek, pass auf. Oh Junge. Oh Junge. Okay, 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 komm her. Ich habe keine Angst vor dir, du Monster. Was fallen denn da für Sachen? Okay. Oh mein Gott, er macht immer so einen kleinen Steinschlag nach unten, ne? Oh, und er lässt solche Dinger hier nach oben gehen. Wofür kann man die verwenden, ne? Oh, da muss man hochgehen, weil nämlich hier die Lava hochgeht. Oh Gott. Okay, der Typ kann auf jeden Fall auch Boden zu Lava machen. Und das dann alles so ein bisschen schwemmen lassen. Gut, gut zu wissen. Mal gucken, wie wir ihn besiegen können. Oh, die Ketten sind sogar ganz rot geworden. Die Ketten sehen schwach aus. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen die Ketten schlagen. Karolek, gerne eine andere Kette. Gerne eine andere Kette. Okay, die haben wir kaputt gemacht. Okay, wir müssen 4 Ketten kaputt machen. Okay. Und da sind die Ketten wieder rot. Los geht's. Hoffentlich geht Karolek an eine andere Kette. Achso, wir müssen die Kette da schlagen. Die mit dem Grünen immer. Okay, es wird immer ausgesucht, welche Kette das ist. Okay, nice. Die Kette haben wir auch geschafft. Noch 2 Stück. Noch 2 Stück, dann haben wir es. Easy going, easy going. Und let's go. Die nächste Kette, welche ist es? Die da oder die da? Okay, die auf der anderen Seite. Ich gehe rüber. So, hau drauf, Karolek. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Okay, Kette geht kaputt. Beide sind kaputt gegangen. Oh mein Gott. 15 Nein! Er kommt wieder aus der Lava heraus. Und die Blitze nehmen ihn an. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Alter, der hat einen Blitz nach oben geschossen. Was ist das denn? Und warum ist der auf einmal grün? Oh nein. Oh, Junge. Das sieht gar nicht mal gut aus. Oder? Oder ist es etwa das? Ja! Die Sachen, die alle kaputt gegangen sind, die werden jetzt wieder gut. Wir haben tatsächlich sozusagen dadurch, dass wir den jetzt getötet haben, die Welt gerettet. Oh mein Gott. Alter, das mit den Ketten, ey. Junge. Einfach... Wieder alles normal gemacht. Wir haben es geschafft. Oh, Junge, was? Wie heftig ist das denn? Wir haben den Frieden wiederhergestellt. Junge, wirklich? Haben wir legit? Oh mein Gott. Und wir sind zurück in der Tagespflege. Oh mein Gott. Alter. Ist Sarah hier? Sarah? Alter, wir waren am Anfang so 20 Kinder und jetzt sind einfach nur alle gestorben, bis auf 2. Oh mein Gott, und da ist Sarah. Sie ist wieder da. Oh mein... Was? Oh mein was? hey Sarah, was geht, Mann? Wir haben das Monster besiegt. Ja, und die anderen 12 Kinder, die du alle betreut hast, die sind alle gestorben. wo bist du denn eigentlich hingegangen? Ja, Mann, Sarah, wo bist du eigentlich hingegangen die ganze Zeit? Wir haben die ganze Zeit gegen ein Monster gekämpft. Und du warst irgendwie die ganze Zeit nicht da. Es gibt viel zu erklären. Hä? Gehen wir hinein und ich erzähle Ihnen alles darüber. Okay. Was? Wir haben gewonnen! Aber wir haben das gute Ende bekommen. Aber Sarah hat den Teufelsschwanz. Was war das denn? Aber Leute, gebt auf jeden Fall ein Abo und ein Like auf dieses Video für diese XXXXL-Folge. Und dafür, dass wir das gute Ende bekommen haben. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!